Petri Heil vom Fischen und Angeln. Das Edelste, Fliegenfischen. Das Profanste, Hornhechtefischen. Das Größte, Lachsfischen. Und in Swissmade, Forellen auf Bergtour. Das Fischen liegt vielen Menschen im Blut. Kein Wunder also, dass an allen Gewässern der Welt Hobbyangler versuchen, einen dicken Fisch an Land zu ziehen. Fliegen, Maden oder Brotkrümel. Blinker, Würmer oder Heuschrecken. Alle Köder dienen dem gleichen Zweck. Der Fisch soll anbeißen. Was für die einen Zeitvergeudung und Langeweile bedeutet, ist für den passionierten Fischer Spannung pur. Der Big River Lake in der Redoubt Bay in Alaska ist ein großer, vorwiegend von Gletscherwasser gespeister See, eine Flugstunde von Anchorage entfernt. Wo immer sich ein klarer Quellbach ins trübe Gletscherwasser ergießt, sammeln sich im Sommer Tausende von Lachsen und Hunderte von Sportfischern. Sie schweben morgens mit dem Wasserflugzeug herein und abends sind sie wieder weg. Und der Erfolg ist garantiert. Alaska und auch Kanada sind Paradiese für eingefleischte Sportfischer, aber auch für Gelegenheitsangler, die einfach einmal das Gefühl erleben wollen, einen dicken Fisch an der Angel zu haben. Das Fischen wird einem sehr leicht gemacht. Man kauft sich eine Lizenz für ein paar wenige Dollar. Man hat einen Guide, der drückt einem eine Angel in die Hand und sagt, schmeiß da so rein. Und dann hast du schon das Erlebnis, so einen wunderbaren Fisch zu haben. Thomas Eckert kommt seit 25 Jahren zum Lachsfang nach Alaska und organisiert auch Fischerreisen dorthin. Er kennt auch jene abgelegenen Zuflüsse in der Redoubt Bay, die sonst kaum jemand benutzt. Hier kann man in Ruhe die Rot- und Buckellachse beobachten, die sich bemühen, flussaufwärts geeignete Laichplätze zu finden. Lachse kehren, nachdem sie einige Jahre in arktischen Salzgewässern verbracht haben, zum Laichen in die Süßwasserflüsse ihrer Geburt zurück. Gemeinsam ist allen, dass sie bald sterben. Die einen schon auf dem Weg nach oben, die anderen spätestens nach der Eiablage. Dafür erreichen im nächsten Frühjahr wieder Millionen von Junglachsen das Meer.